Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Jörg Leixenring und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen digitalen Live-Event des Bankblocks in Zusammenarbeit mit KPMG und ServiceNow. Unter dem Titel Der DORA-Countdown tickt, was Banken jetzt tun müssen, wollen wir uns in der nächsten Stunde mit den Herausforderungen des Digital Operational Resilience Acts beschäftigen. Cyberkriminalität ist ja bekanntlich die Kehrseite der Digitalisierung. Banken und andere Finanzdienstleister werden nicht nur immer digitaler, sie sind auch ein bevorzugtes Angriffsziel von Cyberkriminellen, die auf der Suche nach Geld und Daten sind. Angesichts der erhöhten Gefahrenlage steigt der Druck auf die Geldhäuser, die Sicherheit ihrer digitalen Infrastrukturen zu erhöhen. Das hat auch der Regulator erkannt. Aktuell warnt die Bankenaufsicht davor, dass Angreifer immer professioneller werden. Die BaFin erhält täglich Meldungen über Cyberattacken auf Banken. Auch warnt sie davor, dass ein groß angelegter Angriff bevorstehen könnte. Das absolute Horrorszenario sei ein Cyberangriff, bei dem Hacker alle Konten einer großen deutschen Bank oder Sparkasse leerräumen. Die BaFin verstärkt deshalb ihre Aktivitäten bei der Überwachung von IT-Risiken. Ihr Fokus liegt auf dem Risikomanagement der Banken. Hier kommt DORA ins Spiel. Das Hauptziel der Richtlinie besteht darin, die Widerstandsfähigkeit der Finanzinstitute gegenüber digitalen Risiken zu stärken. Dazu gehört nicht nur der Schutz vor Cyberangriffen, sondern auch die Fähigkeit, auf Betriebsstörungen angemessen zu reagieren und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Am 17. Januar 2025 muss DORA von allen Finanzdienstleistern in der EU umgesetzt werden. Doch welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten und eine digitale Resilienz gemäß DORA zu erreichen? Darüber spreche ich heute mit drei Experten. Ich begrüße sehr herzlich Frau Weike Metzger. Sie ist Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und Partnerin bei KPMG und berät Finanzinstitute zu Themenstellungen im Bereich IT, Compliance und Cybersecurity. Dabei unterstützt sie ihre Kunden, deren IT bei der digitalen Transformation compliant, sicher und zukunftsorientiert zu gestalten. Herzlich willkommen, Frau Metzger. Dankeschön. Als nächstes begrüße ich Herrn Pranjal Kothari. Er ist Mitglied des Vorstandes und Chief Digital Officer der Sparkasse Bremen. Der Betriebswirt und MBA war zuvor in verschiedensten Funktionen in der Finanzwirtschaft tätig, unter anderem als Mitgründer der deutschen Fintech Solutions, COO und CFO der Planet Home Group und als Managing Director in der UniCredit, um nur einige Stationen herauszugreifen. Herzlich willkommen, Herr Kothari. Danke für die Einladung. Last but not least begrüße ich Kai Lenz. Er ist Head of Financial Services Industry, EMEA, bei ServiceNow. Der Diplom-Informatiker und MBA war zuvor in verschiedenen Positionen, unter anderem für Pegasystems, Microsoft, Credit Suisse und IBM tätig. Herzlich willkommen, Herr Lenz. Guten Morgen, freue mich. Ich freue mich auf spannende Impulse und eine interessante Diskussion. Ihre Fragen können Sie bereits während der Kurzvorträge mithilfe der Q&A-Funktion eingeben. Zunächst übergebe ich aber an Frau Metzger. Sie wird uns einen Einblick in die Ziele, Inhalte und den aktuellen Stand von DORA geben. Frau Metzger, Sie haben das Wort. Dankeschön. Gut, ja, Herr Dr. Leixenring hat es ja schon gesagt. Ich gebe eine kleine Einführung, was die Ziele, Inhalte sind und was sich in der Regulierung tut. Es wurde ja auch schon erwähnt, dass der Digital Operational Resilience Act dazu dient, dass der ganze Finanzmarkt in der EU abgesichert ist gegen Cyberrisiken und Ausfälle. Damit soll natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden, auch die Fortschritte der Digitalisierung. Wir nennen es immer Innovationskraft. Ich komme auf die nächste Folie. Da steht es auch ein bisschen mit drauf. Die Fortschritte in der Digitalisierung unterstützt werden, also die Innovationskraft. Was wollen die ESAs noch erreichen? Also die europäischen Behörden, EBA, EIOPA und ESMA für Banken, Versicherungen und Asset Manager, die an DORA gearbeitet haben und auch an den weiterführenden Dokumenten, wie jetzt die technischen Regulierungs- und Implementierungsstandards. Da kommen wir gleich dazu. Ein großes Ziel war auch, Regulierungen zu harmonisieren und zu vereinheitlichen. Das ist mit DORA auch im ersten Schritt gelungen. Wir haben zum einen eine sektorübergreifende Regulierung, sodass die Unterschiede in zum Beispiel den EBA-ICT oder EIOPA-ICT-Guidelines nicht mehr auftreten. Gerade wenn man verschiedene Branchen auch in einer Gruppe zusammenfasst, dass man da eben keine Abweichung hat. Weiterhin gilt DORA ja direkt, ist also nicht in nationales Gesetz umzusetzen, sodass auch hier Abweichungen zwischen den Ländern
nicht mehr auftreten sollten im Wesentlichen, sodass eben keine ja, nationalen Interpretationen oder unterschiedliche Intensität der Umsetzung, wie es bei den ICT-Guidelines gewesen ist, erreicht wird. Ein drittes Vereinheitlichungsziel ist, dass man bisherige Standards integriert, also auch nicht zu viele Standards, die hiermit auch tangiert werden, weiterhin leben lässt. Dann nehme ich mal eins raus, das NIS2, die NIS2-Verordnung ist das DORA Lex Specialis zu NIS2. Und damit gilt eben für Unternehmen, die nach DORA reguliert sind, NIS2 im Wesentlichen nicht. Auch da hat man Vereinfachungen geschaffen, und damit werden die Ziele auch erreicht. Schauen wir noch mal kurz auf den Zeitplan. Auch hier hat der Dr. Leixenring das schon erwähnt, seit Januar 23 in Kraft. Das heißt, 25, man hat eine 2 Jahre Übergangsfrist gehabt, um DORA umzusetzen. Zwischenzeitlich kommen noch die weiteren Konkretisierungen von Vorgaben, zum Beispiel für Inhalte von Richtlinien, für detaillierte Datenfelder, die in Reportings auszufüllen sind. Zum Beispiel unser berühmtes Informationsregister kommt zwischenzeitlich, sodass das entsprechend auch in der DORA-Umsetzung mit einzuplanen ist. Ab 25 dann auch ein wichtiger Punkt, um Richtung Stand der Regulierung auch nochmal ein Update zu geben. Hier gibt es ja in Deutschland das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, das auch vorsieht, neben dem, dass DORA natürlich dann bei den Aufsichtsinhalten, wenn die On-Site-Inspections stattfinden von den Aufsehern, BaFin, EZB etc., dass entsprechend auch DORA dort im Fokus ist, neben dem, was von den BAET dann entsprechend übrig bleibt. Wird aber auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, zumindest das ist geplant in dem aktuellen Regierungsentwurf vom FINMA-DIG, dass DORA in den Scope der Jahresabschlussprüfung kommen. Das kennen wir auch von den BAET, war aber in den anderen Branchen im Versicherungsumfeld nicht der Fall gewesen. DORA soll aber jetzt auch planmäßig mit in den Scope der Jahresabschlussprüfung kommen. Hier gibt es auch eine Übergangsfrist, weil das FINMA-DIG zum 30.12. diesen Jahres in Kraft tritt. Aber die Jahresabschlussprüfung, da wird es voraussichtlich eine Übergangsregelung, eine Vorschrift geben, dass der Jahresabschluss erst nach dem 31.12.24, also erst ab 25, betroffen ist. So, das heißt, selbst wenn der Jahresabschlussprüfer noch nicht direkt, der Aufseher noch nicht direkt zur Überprüfung kommt, ist es im Scope der Jahresabschlussprüfung. Geh mal auf die nächste Seite. Hier haben wir noch mal, habe ich noch mal mitgebracht, was die wesentlichen Inhalte von DORA sind. Das ist den meisten von Ihnen sicherlich wohl bekannt. Hier ist die Strukturierung der DORA-Inhalte nach den verschiedenen Kapiteln der DORA vorgenommen. Ich pick noch mal 2, 3 Beispiele heraus, die wesentlich sind, wo es auch Neuerungen gibt oder auch andere Herangehensweisen vom Digital Operation Resilience Act, die Sie entsprechend in der Umsetzung mit berücksichtigen müssen. Der IKT-Risikomanagement-Rahmen, also übergreifend extra auch so bildlich dargestellt, muss geschaffen werden, um übergreifend geschaffen werden, um auch eine integrierte Sicht auf die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens herstellen zu können mit den verschiedenen Maßnahmen, die Sie durchführen. Haben wir vorher eher ein nach Disziplinen teilweise silohaftes Vorgehen in der Regulierung, aber auch in der Umsetzung, im Notfallmanagement, Sicherheitsmanagement etc. vorgefunden. Zielt DORA jetzt darauf ab, dass das Ganze harmonisierter zusammengebracht wird, damit entsprechend die Resilienz end-to-end inklusive auch von der Dienstleister im Unternehmen hergestellt werden kann. Das heißt, dass die entsprechenden Governance-Strukturen dafür geschaffen werden müssen. Dann muss ja, die schriftlich fixierte Ordnung ergänzt werden. Hier gibt es einige Inhalte oder diverse Inhalte, die analog auch zu den bekannten Regulierungen schon sind, aber auch viele einzelne Inhalte, die zusätzlich reguliert werden müssen und beschrieben werden müssen, wie zum Beispiel quasi das ganze Verschlüsselungsthema, Patch-Management, Schwachstellenmanagement. Wenn ich auf das Kapitel 3 von DORA gehe, IKT-bezogene Vorfälle, was ist da wichtig? Was kommt da neu auf Sie zu? Neben dem, dass die Identifikationsverfahren, also das Schwachstellenmanagement, umfassender implementiert werden muss, gilt es halt, Klassifizierungskriterien zu implementieren, sodass Sie Ihre Vorfälle, die Sie im Unternehmen haben, entsprechend einstufen können, wie kritisch diese sind, quasi kritisch im Sinne von Ausfällen, dauerhaften Verlusten von Daten zum Beispiel,
entsprechend zu klassifizieren und dann auch feststellen zu können, was sind schwerwiegende Vorfälle. Warum ist das auch wichtig, hier ein gutes Vorgehen zu haben, risikoorientiert für Ihr Unternehmen, unter natürlich Beachtung der sehr spezifischen Vorgaben, die DORA da auch mit sich bringt, dass schwerwiegende Vorfälle, ähnlich wie wir es aus dem KRITIS kennen oder aus dem IT-Sicherheitsgesetz, an Aufseher zu melden sind. Hier gibt es auch detaillierte Reporting-Templates, die einzuhalten sind. Dazu brauchen Sie natürlich dann auch Kommunikationsprozesse in Ihrem Unternehmen, die Stakeholder intern und extern mit betreffen. Das Kapitel 4, das Testen der digitalen operationalen Resilienz, handelt mehr von den technischen Tests, also im Vergleich zu dem, was Sie aus dem Notfallmanagement kennen, was eher im Kapitel 2 mit abgehandelt wird, also BCM, haben Sie hier auch tatsächlich technische, umfangreiche technische Testarten wie Source Code Überprüfungen, Pentests, die durchzuführen sind, in einem Testprogramm zu planen und entsprechend der Kritikalität und der Art des IKT Assets handelt es sich um eine Applikation, um eine Netzwerkkomponente zum Beispiel, ein Rechenzentrum, das hier die Testmethoden, die hier gegeben sind, in einem Rahmen gießen, in ein Testprogramm. Das Kapitel 5, IKT Drittparteienrisikomanagement, ist im Grundsatz viel daraus ist nicht neu, aber das ist das Kapitel, was vielen Unternehmen am meisten Aufwand beschert, weil eben ein umfassendes Register reportet werden muss über ihre Dienstleistungsbeziehungen, wieder abhängig von der neuen Definition der kritischen und wichtigen Funktionen im Sinne der DORA, wo es um die verschiedenen Erwägungsgründe auch gibt, die da einzuhalten sind. Und dementsprechend müssen auch die Dienstleister klassifiziert werden nach dieser Definition und entsprechende Reportings umfassender für diejenigen sind für diejenigen zu erheben, die kritisch sind. So, das gibt einen kleinen Überblick, was die wesentlichen Inhalte auch von DORA sind. Ich gehe mal auf diesen Überblick, der ist eher zum Nachlesen auch, das kennen Sie. Ich habe hier nur ein paar Häkchen schon reingesetzt. Was kommt noch an Konkretisierung oder was ist schon gekommen? Hier haben die Aufsichtsbehörden in verschiedenen Arbeitsrunden weitere Detaillierungen vorgenommen zum den Inhalten des IKT-Risikomanagement-Rahmens zum Beispiel oder wie die jährlichen Kosten zu schätzen sind und Verluste für IKT-Vorfälle. Und diese entsprechenden Detaillierungen sind dann bei der DORA-Umsetzung auch einzuhalten. Für den ersten Batch, so nennt es der Aufseher immer, für die erste Auswahl der Dokumente, die schon veröffentlicht worden sind, haben wir schon den finalen Entwurf, der schon in der Verabschiedung, in den Verabschiedungsverfahren in der Europäischen Kommission eingereicht ist. Und für den zweiten Batch ist die Konsultationsphase gerade abgeschlossen und da werden die finalen Entwürfe Mitte des Jahres erwartet. Als Ausblick habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, was uns quasi aus den Benchmarks von der Kritikalität, das können Sie so ein bisschen als Blaupause dann nehmen, entsprechend auch den größten Aufwand bei den Häusern verursacht und wo die größten Compliance-Gap auch im Sinne des Vergleichs sind, DORA zu dem, was man heute umgesetzt hat, zum Beispiel durch die BAIT-Anforderungen. Und hier sieht man eben auch deutlich, dass insbesondere die Anforderungen Informationsregister und Vertragsanpassungen eher hohe Aufwände für viele Unternehmen bedeuten, die wir auch begleitet haben, aber auch andere Themenstellungen im Risikomanagement vom Aufwand nicht groß sind, aber doch viele einzelne Punkte halt umzusetzen sind. Das soll Ihnen einen kurzen Überblick geben. Was ist der Stand der Regulierung? Was sind die wesentlichen Inhalte? Und ich übergebe an meinen Nachfolger, Herrn Kurtari. Ja, vielen Dank, Frau Metzger. Danke, dass Sie schon an Herrn Kurtari übergeben haben. Er wird uns aus der Praxis berichten, wo Finanzinstitute bei DORA stehen, welches die Herausforderungen und welches die konkreten weiteren Schritte sind. Herr Kurtari, the show is yours. Vielen herzlichen Dank. Ich habe keine schöne Folien mitgebracht. Ich dachte, ich rede einfach mal. Wir haben mit DORA eine neue europäische Regulierung. Wir waren vorher natürlich viel zu wenig reguliert, deshalb hat man auch sowas gebraucht. Aber Spaß beiseite, das ist auch die Stärke. Also wir sind bisher über die BAIT
und über die MRISC bereits sehr, sehr gut und sehr stark reguliert. Was DORA macht, ist auch angesichts der globalen Bedrohungslage, Sprichwörter Russland, Cybercrime und so weiter. Und wie Sie, Herr Leichtersinger, auch sagten, ein groß angelegter Angriff, der dann auf einmal eine ganze Großbank leerräumen könnte oder eine Sparkasse oder mehrere Sparkassen. Die Angriffsstärke nimmt zu, die Vorhersagbarkeit nimmt ab, vor allem auch in der Kombination von A, immer mehr Rechenpower, Sprichwort Cloud, und immer mehr Rechenintelligenz, Sprichwort KI, dass die Angreifer oder die Angriffe immer bedrohlicher werden. Was will die DORA erreichen? Die DORA wird A, auf europäischer Ebene einheitliche Regelungen harmonisieren. Das ist schon mal toll, weil was wir jetzt schon merken, ist, dass die europäischen Länder das sehr unterschiedlich teilweise umgesetzt haben und damit auch eine Chancengleichheit und fairer Wettbewerb teilweise nicht mehr gegeben ist. Vor allem, weil Deutschland das Thema auch relativ seriös und ernsthaft umgesetzt hat im Vergleich zu ein anderes Land, haben wir als deutsche Banken immer ein bisschen Nachteil im europäischen Wettbewerb. Was für mich persönlich, aber auch für, ohne zu wissen, wie viele unter Ihnen in der Zuhörerschaft auch Vorstände sind, die DORA hebt nochmals ganz explizit die besondere Rolle und Verantwortung des Vorstandes hervor. Und zwar der gesamte Vorstand sollte ein deutlich erhöhtes Interesse haben, sich gesamthaft in das Thema einzubringen. Das sagt auch der Artikel 5 von DORA. Artikel 5 Governance and Organization. Folglich, und das ist bisher nicht der Fall immer gewesen, sind alle Mitglieder des Vorstands angehalten, ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten aktiv auf dem neuesten Stand zu halten. Wir machen das Vorstandsteam an, wir sind relativ modern und gut ausgestattet, aber wenn wir wirklich im Forschungsteam die Wissensfrage stellen würden, werden wir auch sicherlich sehr schnell zum Ergebnis kommen. Da haben wir einen langen, langen Weg vor uns. Und das heißt, fängt auch richtigerweise als Ton von der Top an. Wenn wir als Vorstände nicht wissen, wo die IT-Risiken sind, können wir die auch dann nicht weitergeben ins Team. Aber das ist etwas, was uns persönlich dann relativ stark betreffen wird. Gleichzeitig, wir fangen natürlich nicht bei Null an. Vor allem über die BIT-Regelungen sind wir schon relativ weit in die Richtung gegangen, was die echte Sicherheit angeht. Jetzt kommt es ein bisschen anders, aber nicht unbedingt schlimmer. Wir haben als Sparkasse Bremen natürlich den ganz, ganz großen Vorteil. Als Teil der Sparkassengruppe haben wir mit der Finanzinformatik eine sehr solide, sehr, sehr starker Dienstleister, der unsere IT zur Verfügung stellt und demzufolge natürlich eine leitende Rolle spielt bei der Umsetzung von den DORA-Maßnahmen. Was heißt das für uns? Es gibt ein sparkassenübergreifendes Umsetzungsprojekt, gemeinschaftlich zwischen der Finanzinformatik, unser IT-Dienstleister und dem DSGV, also der Deutschen Sparkassen- und Giroverband, unser Dachverband, der schon seit einiger Zeit läuft, mit dem Ziel, dass die Umsetzungsunterstützung für die einzelnen Sparkassen praxisgerecht erarbeitet und bereitgestellt wird. Parallel auch, dass die Vorgaben an Prozessen und IT-Anforderungen aktualisiert werden, ergänzt werden an die neue DORA-Richtlinien. Da sind unter mehrere Sparkassen von ganz klein bis ganz groß beteiligt, um auch die ganze Bandbreite abzudecken. Für uns intern als Sparkasse Bremen gehen wir noch einen Schritt weiter. Warum? Wir haben parallel ein hausinternes Projekt, weil wir einige Sachen machen, die nicht in dem Standard der Finanzinformatik reinpassen. Wir haben die letzten Jahre einiges Neues gemacht,
wir fangen immer mehr an, cloudbasierte Dienstleistungen zu machen. Wir fangen wieder an mit der eigenen Entwicklung von Software. Das heißt, alles, was die Finanzinformatik für eine normale Sparkasse nicht vorsieht. Und demzufolge müssen wir auch selber ein bisschen aktiver werden als, ich sag mal, die Durchschnittssparkasse. Deshalb müssen wir auch ein paar individuelle Lösungen zur Verfügung stellen, wo wir auch in einem internen Projekt dann dran sind. Was heißt das eigentlich? Vielleicht die wichtigste Botschaft von meiner Seite: Wer noch nicht aktiv begonnen hat, sollte unmittelbar jetzt, eigentlich ist es jetzt schon zu spät, seinen Handlungsbedarf ermitteln und zeitnah die Aktivitäten anstoßen. Egal wer der IT-Dienstleister ist, letztendlich sind wir als Banken und Sparkassen selber verantwortlich dafür. Vor allem sind wir als Vorstände auch in der Haftung dafür. Die größte Herausforderung ist der zeitliche Aspekt. Erst in Mitte Januar kam ein Teil der finalen ETS, also die Regulierungsstandards und die ITS, also die Implementierungsstandards. Und der Rest kommt erst im Sommer, also wahrscheinlich so Mitte Juli. Und die Umsetzung müsste bereits in Mitte Januar 2025, also direkt nach der Weihnachtspause, erfolgt sein. Das heißt, wie bei vielen anderen regulatorischen Themen auch, wir haben eigentlich gar keine Zeit zwischen der Finalisierung der regulatorischen Anforderungen und der erwarteten Umsetzung. Ich gehe davon aus, dass die Prüfer und auch die BaFin und die Bundesbank da das entsprechend würdigen werden. Aber das werden wir sehen, wenn die ersten Prüfungen und die 44er-Prüfungen vor allem durchgelaufen sind. Was heißt das noch für uns, für euch? Wir glauben, für uns grundsätzlich ist DORA eine gute Gelegenheit, dass wir dann es auch nutzen, um grundsätzlich unsere bestehenden Prozesse und Strukturen nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Immer wenn was Neues passiert, gibt es uns auch, ist nicht nur mehr zu tun, sondern auch die Chance, das Alte in Frage zu stellen, die Prozesse, die vielleicht vor 3 Jahren oder 5 Jahren richtig waren, komplett neu zu denken, effizienter zu werden und eben diese zusätzliche regulatorische Aufgabe als Chance zu nutzen, um uns intern sicherer, aber auch effizienter und schlanker dann aufzustellen, sodass wir auch das nicht nur die formelle Abdeckung aller Risiken sicherstellen können, sondern auch tatsächliche Risiken besser begegnen können, als wir bisher gemacht haben. Wir glauben tatsächlich, das ist für die Bankenlandschaft eine Chance, das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen, vor allem gegen der neuartigen Kriminalität, die wir immer mehr sehen werden. Und damit auch die Organisation weiterzuentwickeln. Ganz herzlichen Dank, Herr Kothari. Last but not least kommt nun Herr Lenz an die Reihe. Er wird uns die Herausforderungen und Lösungsansätze aus Sicht eines Service Providers aufzeigen. Herr Lenz, die Bühne gehört Ihnen. Ja, gerne, Herr Leixtering. Ich share meine Slides mal kurz. Ich wollte mal eingehen, sehr gute Punkte von Frau Mitzke und von Herrn Kothari und eine Perspektive geben auf die technologische Sicht, aber auch auf die Opportunitäten, die die Regulatorik hier bietet, den Banken, den Unternehmen. Und vielleicht noch ein bisschen noch Input aus meiner Sicht, wo ich viele Diskussionen in dem Bereich natürlich im europäischen und außereuropäischen Raum habe. Und das würde ich ein bisschen darauf eingehen. Welche Situation sehen wir? Auf dem aktuellen Zustand sprechen wir von externen und internen Bedrohungen. Ich glaube, das Thema Cyber ist natürlich sehr, sehr prägnant, ist auch viel gefallen. Das denke ich mal vielen klar. Und natürlich auch das Thema Widerstandsfähigkeit und das Management der Technologien ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Hinzu kommen noch natürlich aktuell laufende Thematiken in der Technologie, die auf das Thema Cloud eingehen, Migrationsthemen laufen und so weiter. Das kommt noch als aus technologischer Sicht natürlich hinzu. Wie geht man damit um aus der Risikomanagement-Sicht? Und der letzte externe Punkt, den ich auch gerade sehe bei Finanzunternehmen, die nicht nur im EU-Raum tätig sind, sondern auch im internationalen Umfeld, habe ich natürlich neben DORA noch verschiedene Ausprägungen der operationalen Resistenz, die ich mit beachten muss. Habe ich die UK-Auslegung, habe ich die FINMA-Auslegung,
und die amerikanische US-Auslegung, das kommt noch als externer Faktor, komplexer Faktor noch bei dem Ganzen dazu. Ja? Und die gilt es zu verwalten und auch je marktgerecht natürlich anzupassen. Und intern kommen natürlich noch große Hürden auf das Thema hinzu, weil ich mit Dora ja verschiedene Aspekte des Risikomanagements vereinbare, auch aus technologischer Sicht, aber auch aus organisatorischer Sicht. Herr Kotari hat einen sehr guten Punkt gegeben hier, das Thema Prozesse und Strukturen in dem Umfeld nochmal neu anzuschauen. Und da sehe ich auch eine große Chance. Ich bin lange im Bankwesen unterwegs, habe verschiedene Bereiche innerhalb der Bank geleitet. Und wenn man sieht, wie autark auch die Teams in den verschiedenen Bereichen arbeiten, auch auf Lösungen, die nicht unbedingt vernetzt sind, denke ich mal, bietet das sehr viele Chancen, da auf ein neues, auch kooperatives Niveau innerhalb des Unternehmens zu kommen. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wie gehe ich das mit Mitarbeitern an? Wie kann ich Mitarbeiter auch auf eine moderne Welt hinzusteuern? Und der letzte Punkt natürlich, der die meisten Finanzunternehmen natürlich immer noch ein bisschen behindert oder stark behindert, ist natürlich auch die Legacy-Technologie, die in ganz verschiedenen Bereichen zurzeit noch implementiert ist. Und wie kann ich das mit der vernetzten Sicht auf die Regulatorik, aber auch auf die Chancen der Verbesserung anzupassen? Daher ist es für die FS-Institute entscheidend, die Fähigkeiten neu zu gestalten, mehr digitale Datenanalysefunktionen zu entwickeln und damit auch wettbewerbsfähiger zu sein gegenüber dem Kunden, aber auch gegen den Mitarbeitern. Und heute haben wir immer natürlich das Thema im Finanzwesen Mitarbeiter. Es wird immer komplexer, Mitarbeiter zu begeistern, in eine Bank zu gehen. So meiner Zeit, als ich gestartet habe, Anfang der 2000er, Ende der 90er, da war es noch sehr, sehr attraktiv, in eine Bank zu gehen. Ne? Heute, wenn ich meine Kollegen sehe, teilweise Technologieunternehmen haben einen viel besseren Stand für Universitätsabsolventen. Also das ist auch vielleicht noch ein Aspekt, der auch immer noch mitschwingt. Für mich ist immer wichtig, eine Stimme des Kunden zu haben. Herr Kotari hat das sehr, sehr gut seine Sichtweise angebracht, was wir gemacht haben von der ServiceNow. Wir haben mit der IDG eine Studie losiert im Dachraum und haben ein relativ großes Sample an Risikomanagern befragt nach drei verschiedenen Themen. Was sind die wichtigsten Risiken im Zusammenhang der digitalen Transformation? Wer ist an der Bewertung der Risiken beteiligt und wie wird intern zusammengearbeitet, um diese Risiken zu managen? Das ist auch ein interessanter Aspekt. Und was zeigen uns die Ergebnisse? Es gibt immer noch eine sehr, sehr große Abhängigkeit von manuellen Prozessen, E-Mail-Kommunikation, Excel-Tracking. Ja? Dazu steht im Vordergrund natürlich IT-Sicherheits- und Compliance-Risiken als Antworten, die wir bekommen haben. Und eine ganz, ganz interessante Aussage ist auch, wie komplex eine geschäftsübergreifende Risikobewertung heute ist. Die Antworten haben ergeben, dass über 60% der Befragten mindestens 10 Geschäftsbereiche, verschiedene Geschäftsbereiche in die Risikobewertung einbeziehen müssen. Das zeigt auch, wie stark der Aufwand intern in einem Unternehmen ist, um die Aufgaben zu bewältigen. Und warum scheitern viele IT-Transformationsbemühungen? Aus meiner Erfahrung, aber auch die wir aktuell haben mit unseren Kunden. Und da kommt auch das Argument vom Herrn Kotari hier rein. Es wird natürlich auch viel versucht, die alten Prozesse beizubehalten und irgendwie in eine neue, sag mal, Antworten hineinzugeben. Und das macht es unheimlich schwierig. Und der zweite Punkt, spiegelt aus meiner Erfahrung sehr viel heraus. Es gibt immer noch eine Entkopplung zwischen IT und Business. Und gerade das Thema DORA, Regulatorik, macht es unheimlich wichtiger noch, diese Entkopplung versuchen aufzuheben und aus einem Themenbereich zu arbeiten. Und daher entsteht die Diskrepanz zwischen IT und dem Geschäft. Und das betrifft für das Engagement der Mitarbeiter, was die Abläufe unheimlich komplex und zeitraubend macht. Und deswegen ist es wichtig, ein Risikomanagement und Resilienzprogramm, das die IT und das Geschäft miteinander verbindet, herzustellen, um die Risiken einzugehen und auch darüber hinaus zu gehen, was wichtig für das Geschäft ist, um auch schnell reagieren zu können. Und der Aspekt ist auch, den ich sehe, ist auch, DORA auch zu nutzen, um eine
viel schnellere, ich würde fast sagen, fast eine Live-Sicht zu geben auf die Resilienz in Unternehmen, um wegzukommen, was üblicherweise Unternehmen in Banken aus meiner Erfahrung gemacht wurde, nachher zu schauen, wo ist etwas passiert. Und ich glaube, diese reelle Live-Sicht auf den Zustand der Resilienz in Unternehmen, in einer Bank, wird immer wichtiger und ist auch vom Regulator gefordert. Zusammenfassend nochmal hier aus der Herausforderungsseite. Welche vier Herausforderungen sehe ich? Ja? Erster Punkt, ganz klar, es ist nicht ein technologisches Thema an sich, oder, sondern es ist eine organisatorische Teamperspektive, die hier verändert werden kann und muss. Es geht um Verbindung zwischen Daten und Teams. Wir arbeiten die operativen Silos zusammen und können auch besser agieren in diesem Umfeld. Der zweite Punkt kommt natürlich GenAI, die aktuelle Diskussion, die wir dabei haben, noch hinzu. Wie können Unternehmen, Finanzdienstleister Schritt halten mit der technischen Innovation? Das ist auch eine sehr große Herausforderung. Und der dritte Punkt, das hat man bei der Ausführung von Frau Metzger gesehen, die Regulatorik wird sich auch immer wieder granular ändern. Das heißt, es muss auch irgendwo ein Umfeld geschaffen werden, wo man als Bank in dem Beispiel auch schnell auf die Anpassung der Regulatorik in den verschiedenen Bereichen reagieren kann. Ne? Und der letzte Punkt natürlich ganz klar, die Kostenseite. Wenn ich jetzt viele Finanzunternehmen ansehe, die Kosten im Umfeld, Compliance, Risikomanagement, sind eher am Steigen, weil natürlich immer das versucht wurde in den letzten Jahren durch neue Teams, neue Mitarbeiter zu vergrößern. Und letzter Punkt habe ich eben nochmal erwähnt, die Untermauerung durch die Wichtigkeit im Umgang mit den internen Mitarbeitern in dem Umfeld, die Themen spannend zu machen. Möchte ich nur ganz kurz durchgehen, in den letzten Minuten, die ich habe hier in meinem Thema, vielleicht plakativ, die Slides bekommen Sie ja, wie sehen wir heute das Thema operationale Resilienz im Unternehmen, plakativ und Architektur veranlagt. Man sieht, man hat sehr verschiedene Mauern in der Zusammenarbeit und daher ist es unheimlich schwierig, die Vorschriften wirklich Resilienz effektiv zu managen und die Kosten auch im Griff zu haben. Wie gehen wir vor von der ServiceNow mit unseren Kunden in dem Umfeld? Wir versuchen also eine Orchestrierung, wir haben eine Orchestrierungsmöglichkeit, die verschiedenen Bereiche mit verschiedenen Sublösungen, die bereits im Einsatz sind, effektiv zu vernetzen und da auch eine Realtime-Sicht auf die Regulatorik hier zu geben. Und wie sieht das beispielhaft aus, plakativ jetzt für Dora? Sehr viele Kunden sind mit uns bereits unterwegs im Bereich IT-Management oder ITSM-Umfeld und anderen Feldern. Und hier ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man eine Plattform hat und man kann als Journey die verschiedenen Aspekte der fünf Dora-Pillars hier nach und nach ergänzend dazunehmen. Und hier plakativ mal die fünf Pillars mit den vorgefertigten Lösungen, die wir bereits auf der Plattform haben, um dem Kunden zu helfen, schneller. Der Kotari hat bereits gesagt, eben das Stichwort, eigentlich sind wir schon zu spät. Es geht auch um eine schnelle Umsetzung der Themen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gut aufgestellt mit der einheitlichen Plattform. Ein Team kann diese verschiedenen Themen intern koordinieren. Vorletztes Slide, wie sieht sowas vielleicht plakativ aus? Unser Partner KPMG hat sehr, sehr tolle, wirklich Dora-spezifische Cockpits bereits entwickelt auf ServiceNow. So sieht sowas aus, aus unserer Sicht, was wir haben auf Operational Resilience. Wirklich alle Aspekte jetzt der Resilienz im Blick von Technologie bis Mitarbeiter bis Zulieferern. Und abschließend nochmal, wie kann man Risikoresilienz verbessern? Eigentlich sechs verschiedene Aspekte, datenübergreifend nutzen können bei Dora, Risikoresilienz, wie Herr Kotari sagt, Teil der täglichen Arbeit machen, von Vorstand bis Mitarbeitern, Risikenkontrollen kontinuierlich überwachen, Risiken für Stakeholder, für den Regulator oder auch für Kunden in Echtzeit. Wir haben bereits Kunden in Nordeuropa, die operationale Resilience-Dashboards öffentlich machen für Endkunden. Ich denke mal, das ist auch ein spannendes Thema, dieses Transparenz zu schaffen. Und der fünfte Punkt, die Entwicklung, die Anpassung an der Regulatorik schneller zu ermöglichen
natürlich klar, Automatisierung, mehr Effizienz hineinzubringen. Ja? Und das geht mit der neuen Vernetzung von Prozessen, Technologie und Daten. Vielen Dank, Herr Lenz. So, jetzt sind Sie an der Reihe, meine Damen und Herren. Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Experten auf den Zahn zu fühlen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen mit der Q&A-Funktion. Einige Fragen sind schon eingegangen während der Vorträge. Die erste an Frau Metzger. Die BaFin hat eine Reihe von Arbeitsgruppen koordiniert. Was passiert mit den BAIT, sobald DORA in Kraft tritt? Ja, das ist eine beschäftigt sehr viele Unternehmen. Die BaFin hat angekündigt, zum einen, also die ganzen Abgleiche, die haben ja stattgefunden mit Vertretern der Industrie. Da waren sie ja teilweise dann, also von unseren Hörern, sind ja auch einige Vertreter mit dabei, über alle Sektoren hinweg. Und dort wurden die Ergebnisse auch schon bereitgestellt. In dem letzten Hearing, das die BaFin vor wenigen Wochen gemacht hat, wurde dann angekündigt, dass die finalen Ergebnisse allen öffentlich bereitgestellt werden sollen in den nächsten Wochen. Da gab es keinen festen Zeitplan. Und bezüglich der, Sie nennen es ja XIT, also BIT, VIT etc., sollen die DORA-Inhalte dort ausgedünnt werden, sodass eben in einer nachfolgenden Version nur noch das übrig bleibt, was tatsächlich über DORA hinausgeht, sodass eben auch das Konzept weiterhin verfolgt wird, die Regulierung zu vereinheitlichen und Überlappungen halt rauszuarbeiten. Also ganz klar hat die BaFin auch gesagt, es gibt Sachverhalte, die eben in dem XIT über DORA hinausgehen oder anderen Konzepten unterliegt, die werden auch da bleiben. Ob das Ganze dann auch BAIT heißt oder vielleicht wie jetzt das Neue bei Outsourcing und Cloud Aufsichtsmitteilung, das ist noch nicht kommuniziert worden. Aber es gilt halt beides, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn es nachher um eine Aufsichtsprüfung geht, dass man als Grundlage dann zum einen DORA und dann die Reste von den BAIT befolgen muss. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Kothari. Sind die Anforderungen von DORA mit den bestehenden Personalressourcen umsetzbar? Ja und nein, die waren auch vorher nicht umsetzbar, auch mit BIT. Nein, selbstverständlich ist es je nachdem, wie jede Bank für sich aufgestellt ist, ist die Frage anders zu antworten. Wir gehen tatsächlich den Weg, wo wir sagen, einmal Projektaufwand, wird heftig, aber wir nehmen es tatsächlich aktiv, das als Ansporn unserer Prozesse nochmals effizienter zu gestalten, damit wir am Ende nicht deutlich mehr Aufwand haben als heute. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Lenz. Wer hat aus Ihrer Sicht in der Bank die Hauptverantwortung für DORA? Ich glaube, die Frage hat der Kothari schon beantwortet. Das ist natürlich der Vorstand, aber im Prinzip ja alle Mitarbeiter, wenn ich über die Bereiche durchgehe. Und das spannende Thema ist, wenn ich mit unseren Kunden sehe, bei den Diskussionen über Technologieentscheidungen, es sitzen ganz verschiedene Rollen am Tisch. Es sitzt der CISO am Tisch, der Chief Risk Officer am Tisch. Und das ist das Spannende. Also das Thema bringt sehr viele Geschäftsbereiche in der Bank zusammen, muss es auch. Auch die Verantwortung beim Vorstand, aber dann auch bei den verschiedenen Mitarbeitern dann bis und eben. Vielen Dank. Eine weitere Frage, da ist, steht nicht dabei, an wen die sich richtet. Wir werden mal schauen, wer sich berufen fühlt, die zu beantworten. Was bedeutet DORA für aktuelle KI-Themen, wie zum Beispiel die Nutzung von ChatGPT in Banken? Besteht schon jetzt erhöhter Handlungsbedarf? Ich würde mal eine Antwort wagen. Ja, also wir merken sehr oft, dass die alte BIT zum Beispiel sehr viele der neuen Technologien gar nicht, also im ansatzweise schon abdecken kann, aber nicht so spezifisch. Und da gehen wir natürlich davon aus, dass DORA da spezifischer mit reingeht, vor allem jetzt auch mit dem neu verabschiedeten KI-Gesetz europaweit, obwohl der sehr, sehr vage ist. Also das wird immer zunehmen. Und wir glauben tatsächlich, dass es Sinn macht, Guidelines, ohne es zu kompliziert und zu bürokratisch zu machen, Guidelines und Umsetzungsunterstützung den Banken in die Hand zu geben, damit wir im Sinne unserer Kunden das sicher, aber ohne die Chancen zu verlieren, umsetzen können.
Vielen Wenn ich Dank. Dürfte, würde ich noch ergänzen, Herr Kothari, und meine Diskussion, die ich auch mit Leitern von AI in verschiedenen Banken habe. Und ein Aspekt ist noch unheimlich wichtig zu betrachten bei Gen AI. Durch Gen AI kommen natürlich noch, die Aussagen sind, kommen natürlich sehr viele neue Daten ins Spiel, unstrukturierte Daten. Ich habe die Aussagen von einem Bank-AI-Leiter gehört, es kommen 80% neue Daten ins Spiel, auch im Risiko-Compliance-Bereich, die irgendwo intern geschlummert haben, in Excel, in verschiedenen Formaten. Und deswegen sehe ich umso wichtiger den Aspekt der wirklichen Governance, weil sonst ist das natürlich von der Risikokontrolle unheimlich komplex, das mit einzubeziehen. Vielen Dank. Eine weitere Frage an Frau Metzger. Kommt die EU-Regulierung NIS 2 bzw. die deutschen Verordnungen und Gesetze dazu gar nicht zur Anwendung? Ich muss gestehen, ich kenne die überhaupt nicht, NIS 2. Aber NIS 2 kam gleichzeitig mit DORA, mit dem finalen Start Ende 2022 für die Cybersicherheit. Da haben wir in Deutschland ja das IT-Sicherheitsgesetz und die Kritisverordnung. Das ist eine viel diskutierte Frage natürlich. Ob man zusätzlich die Meldepflichten, die sich für kritische Infrastrukturbetreiber ergeben, nach dem IT-Sicherheitsgesetz und der Kritisverordnung, kommen diese Anforderungen zusätzlich auf die Unternehmen zu. Und da ist die klare Antwort, also das, was die Aufseher ja versprochen haben, man soll die Regulierung vereinheitlichen und DORA ist tatsächlich Lex Specialis zu NIS 2, also quasi sticht NIS 2 und das wird jetzt auch in der nationalen Umsetzung von NIS 2 entsprechend berücksichtigt, dass überwiegend die inhaltlichen Themen also nicht gelten aus NIS 2 für Finanzinstitute, lediglich einzelne Aspekte, die eher den nationalen Cybersicherheitsrahmen betreffen, die sind weiterhin gültig und umzusetzen. Also gerade wenn es um große, erhebliche, also mit erheblichem Umfang von Cyberausfällen geht, dass natürlich die Kommunikation und Koordination des Krisenmanagements und der Informationspflichten EU-übergreifend weiterhin stattfindet. Und die Themengebiete müssen umgesetzt werden, aber eher, das sind sehr indirekte Sachen, aber das, was jetzt tatsächlich die Finanzunternehmen betrifft, da gilt DORA, die unter DORA fallen und NIS 2 dann nicht mehr. Das soll auch in den Umsetzungsgesetzen entsprechend so berücksichtigt werden. Und die Meldungen, das ist vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt hatte, dann an die BaFin und dann eben nicht ans BSI, dass entsprechend die Meldungen über kritische, schwerwiegende Vorfälle dann in diesen Reporting-Formaten an die BaFin auch vorgenommen wird. Vielen Dank. Eine weitere Frage, ich glaube, die gebe ich mal an Sie weiter, Herr Kothari. Wie bereitet man denn den Vorstand auf die neuen Aufgaben vor? Also sprich, was machen Sie denn konkret, um sich selber und Ihre Kollegen DORA-resilient zu machen? Also das Erste ist überhaupt immer die Erkenntnis, dass wir eine Herausforderung haben. Das haben wir jetzt geschafft. Bei mir qua Amt ist es ein bisschen länger da als bei meinem Kollegen, aber die haben es mittlerweile auch verstanden. Das Zweite ist dann ein Ausarbeiten eines Ausbildungsprogramms oder Erwachsenenbildungsprogramms, könnte man fast sagen, sodass eben die im ersten Schritt die Mindestanforderungen erfüllt werden können. Auch da sehen wir das auch als Chance. Auch die Vorstandskollegen, die sehr stark aus einer Kundenperspektive kommen, vor allem meine Vertriebskollegen, die dazuzunehmen, weil eben das Geschäftsmodell sich dahin entwickelt, dass IT und Business eigentlich nicht mehr voneinander zu trennen sind. Das heißt, auch da als Chance nutzen, dass meine Vorstandskollegen oder generell auch Nicht-IT-Vorstände in der Lage sind, deutlich technisch affiner zu denken und damit wir gemeinsam die Möglichkeit haben, unser Geschäftsmodell schneller und besser weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Eine weitere Frage an Frau Metzger. Welche Berührungspunkte gibt es zwischen DORA und dem US Cloud Act? Das ist eine eine wichtige Frage, was wir momentan, muss ich gestehen, viel intensiver diskutieren, inwieweit die anderen Operation Resilience Vorgaben in Nicht-EU-Ländern ähnliche Konzepte aufweisen.
Bei DORA gibt es ja auch die Anforderungen, dass die zum Beispiel, wenn wir Cloud-Dienstleister haben, die in den USA ihren Sitz haben, entsprechend, also dass die Dienstleister, die Sie nutzen und einsetzen, auch einen Sitz im EU-Land haben, sodass entsprechend auch der Durchgriff für die Behörden aus Europa möglich ist. Das sage ich mal, das ist so ein bisschen der Berührungspunkt. Da geht es ja um die beim US Cloud Act um die Herausgabe auch der Daten, wenn die Behörden das verlangen in Amerika, wodurch das ja schon über viele Jahre, die vielen letzten Jahre ja immer wieder auch dazu kam, dass man sich überlegt hat, wie man die Datenschutzgesetze in Europa umsetzen kann und entsprechend auf europäische Rechenzentren oder europäische Cloud-Anbieter tatsächlich auch mitgeht. Genau, also das ist so ein kleiner Überblick dazu. Vielen Dank. Herr Lenz, vielleicht die Frage an Sie aus Ihrer Sicht. Wie sind denn die Banken in Deutschland in Bezug auf DORA aufgestellt? Haben Sie da einen Überblick? Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn ich jetzt auch den Gesamt-EMEA-Raum betrachte, würde ich sagen, wer ist bereits ein bisschen weiter voraus? Würde ich sagen, es sind die deutschen Unternehmen schon gut dabei im Vergleich zu Südeuropa und Benelux. Interessanterweise fasst die Versicherungen mehr weiter als die Banken. Ja, also da sehe ich ein bisschen einen Vorsprung. Wer für mich sehr, sehr gut unterwegs ist von der Vernetzung der operationalen Resilienz an sich, sind die nordeuropäischen Länder, Nordics. Also wenn ich schaue, was bereits die Banken umsetzen in Schweden, in Norwegen und so, das ist auch von dem Ansatz der neuen Struktur, wie es Herr Kothari sagt, neue Prozesse, neue Vernetzdenken zu haben, Transparenz gegenüber dem Regulator, gegenüber den Kunden, da sehe ich die nordeuropäischen Banken und dann kommen eigentlich schon die deutschen Unternehmen. Vielen Dank. Herr Kothari, eine Frage noch an Sie. Wo sehen Sie denn aus Sicht der Sparkasse Bremen die größten Herausforderungen oder auch aus allgemeiner Sicht der Sparkassen? Wo sehe ich die große Herausforderung? Ich glaube, die enge Umsetzungsfrist ist jetzt einfach zeitlich eine Herausforderung, die wir alle meistern müssen, weil bekanntlich auch natürlich IT-Themen nicht immer über Nacht gehen, sondern immer ein bisschen Vorlaufzeit brauchen. Hier hilft uns auf jeden Fall die enge Zusammenarbeit mit anderen Sparkassen und mit der Finanzinformatik. Die andere Herausforderung sein, das hatten wir als eine der Fragen gehabt, eben das Verständnis, dass es dann nicht nur Thema der IT-Sicherheitsfunktion oder des ISBs ist und des IT-Vorstands ist, sondern vom ganzen Unternehmen. Das ist ein Mindshift und der braucht immer ein bisschen länger wirklich die technische Umsetzung dann. Wichtig dabei ist, wie bei allen anderen regulatorischen Themen auch, dass wir irgendwie den Kundennutzen nicht aus dem Augen verlieren vor lauter Regulatorik und Prozessen. Das heißt, immer die richtige Balance finden, wie können wir die Mindestanforderungen erfüllen, auch gut erfüllen und trotzdem schnell sein, flexibel sein, Kundennutzen nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, das wird immer mehr eine Herausforderung, je mehr die regulatorischen Anforderungen dann wachsen und komplizierter werden. Vielen Dank. Eine weitere Frage, gibt es Beratungsunternehmen, die sich auf das Thema DORA spezialisiert haben? Ja, ich sag mal, also die Frage beantworte ich einfach mal damit, dass zwei Experten für DORA hier mit dabei sind, die aber nicht nur DORA abhandeln mit ihren Kunden, aber eben auch. Also mir persönlich ist kein Beratungsunternehmen bekannt, das sich ausschließlich aufs DORA fokussiert, aber mir ist sehr wohl bekannt, dass es Beratungsunternehmen gibt, die eben DORA als Spezialgebiet mit aufgenommen haben. Ich denke, da gibt es keinen Widerspruch von Ihnen, Frau Metzger, Herr Lenz, oder? Nein, ich würde eher sagen, der Vorteil auch und die Wichtigkeit, wie es der Kothari eben angesprochen hat, ich glaube, dass Beratungsunternehmen und Technologieunternehmen in dem Thema noch enger zusammenarbeiten, wie wir es tun und zusammenarbeiten müssen, weil es geht es geht um eine schnelle Analyse, Regulatorik, Umsetzung, Gap-Analyse und das dann wirklich auch effizient und schnell in Technologie umzusetzen. Da gehört
für uns, für ServiceNow, dazu, die Regulatorik zu verstehen, auch in meisten Aspekten, und eng mit Partnern wie KPMG zusammenzuarbeiten. Aber auch für die Beratungspartner wie KPMG ist es umso wichtiger, hilfreicher, auch die Technologie zu verstehen. Weil nur wenn ich beide Seiten wirklich schnell und effizient erkennen und umsetzen kann, habe ich eine Chance, das auch wirklich gut zu machen. Frau Metzger, wollen Sie das noch ergänzen? Ja, Herr Lenz sagt, das hat es ja schon gut ausgeführt, und es gibt ja auch viele Themen, die tatsächlich in der Technik umgesetzt werden müssen, neben dem, wie jetzt ServiceNow übergreifende Tools für das GRC-Umfeld, sogar Governance, Risk und Compliance, für das Steuern der Risiken und das dem Handling anbietet, gibt es ja auch viele Themen, die technisch umgesetzt werden müssen. Gucken wir auf die ganzen IKT-Vorfallsmanagement-Themen, also SIEM, SOC-Provider. Da gibt es natürlich spezielle Unternehmen, die dann solche Umsetzungen vornehmen. Für Häuser haben Sie sicherlich auch, also viele, einige der Teilnehmer, schon große Berührungspunkte mit gehabt. Insofern gibt es da spezielle Anbieter, die dann natürlich eher auf SIEM zum Beispiel, das Security Incident Event Monitoring, spezialisiert sind, aber natürlich auch die neuen DORA-Anforderungen dann kennen. Vielen Dank. Eine weitere Frage: Wie sieht ein optimal besetztes Projektteam für DORA aus? Ich fange mal einfach an, weil das ist tatsächlich wichtig. Diese harmonisierte Zusammenarbeit, die integrierte Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen, sagen wir ja immer so schön, ist hier wichtig. Also man hat ja zum einen die Second Line of Defense mit dem Risikomanagement, Informationsrisikomanagement, die Kontrollfunktion, die dort etabliert werden muss mit den entsprechenden zusätzlichen DORA-Vorgaben, so die, der ISB, der BCM, Notfallmanager und auch der zentrale Auslagerungsmanager oder Management, Managerin. Und auf der anderen Seite aber ein enger Schulterschluss auch mit der First Line of Defense, sprich die Informationssicherheit in der Umsetzung, die IT in der Umsetzung, also Incident Management, was wir gerade sagten, oder auch die Dienstleistersteuerung. Das ist wirklich dieses Zusammenspiel sehr wichtig, und entsprechend sollte das Projekt auch aufgesetzt sein. Da kann ich nur mal Daumen hoch sagen. Vielen Dank. Eine weitere Frage: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage eines durchschnittlichen IT-Zulieferers von Banken ein? Das heißt, wie schwer tun sich oder werden sich IT-Zulieferer tun, DORA-compliant zu werden? Wer möchte die Frage beantworten? Ich kann ja mal starten. Also, es ist ja viel diskutiert, ist jeder in der Lage, tatsächlich die so komplexe, was heißt komplexe, aber die regulatorische Anforderung aus dem FS-Umfeld zu beherrschen, entsprechend, um da auch für die Kunden, die man hat, also Banken, Versicherungen und so weiter, dann entsprechend auch der geeignete Dienstleister zu sein, der dann entsprechend auch weiß, was ist DORA, wie kann ich das umsetzen. Sicher wird es da auch eine Art von Konsolidierung geben, weil das nicht jeder im Fokus hat und umsetzen kann. Aber gerade die Unternehmen, die ohnehin Finanzinstitute begleiten auf ihrem Weg, kennen auch die BAET, kennen die EBA-Guidelines. Also das ist nichts Neues. Dadurch sind hier sicherlich mehr quasi Themen in den Fokus gerückt, die auch ein Dienstleister umsetzen muss, die da zu beachten sind. Aber jetzt für Dienstleister, die Finanzunternehmen unterstützen bereits, ist es zumindest jetzt nicht ganz fremd, was da umgesetzt werden muss. Ja, ich würde es vielleicht noch ergänzen, auch die Sicht, die Frage bekommen wir immer auch von sagen wir mal, kleinen oder mittelgroßen Finanzunternehmen. Wie können wir das umsetzen und wie teuer ist sowas und schaffen wir das überhaupt? Aber ich glaube eher, ich würde sagen, heute mit dem Vorhandensein von innovativen Plattformen, die wirklich effizient IT und Business vernetzen können und orchestrieren können, wie auch wir es machen. Ich glaube, haben auch kleinere Finanzunternehmen eine viel größere Chance, wieder einen Schritt vorwärts zu machen und wegzukommen von der Abhängigkeit von neuen Mitarbeitern einzustellen, von Silos. Ich glaube, da sehe ich die Chance für ein plattformunterstütztes Arbeiten fast noch größer als bei Großbanken, die sich eigentlich finanziell doch das eher leisten können, in verschiedenen Bereichen punktuell unterwegs zu sein. Ne? Also ich sehe da die Chance, technologisch unterstützt auch für kleinere Unternehmen dort
nach vorne zu kommen. Vielen Dank. Noch eine weitere Frage an Sie, Herr Lenz. Welche Entscheider sitzen üblicherweise am Tisch, wenn es beim DORA-Thema um die technologische Unterstützung geht? Das habe ich eben kurz schon mal erwähnt. Also in den Diskussionen mit meinen Kunden jetzt in europaweit sind es klassischerweise eigentlich drei Rollen. Klar, zum Vorstand kommt es zur Entscheidung, aber da ist der CISO dabei, der Chief Compliance, Chief Risk Officer und der Einkaufschef auch meistens. Und das ist spannend. Und wo ich sehe bei unseren Kunden, dass der Einkaufschef auch DORA sieht als eine Roadmap, um wegzukommen von punktuellen Entscheidungen auf Technologieebene und zu sagen, okay, wie kann ich das im Unternehmen auch von der Einkaufsbeschaffungsseite effizient aufeinander aufbauen und vernetzen? Ne? Weil der Einkauf sieht ganz klar, umso mehr Einzellösungen ich habe, umso mehr Aufwände der Teams, der Integration, der Run-Kosten habe ich. Also CISO, Chief Risk Compliance Officer und Chef Einkäufer. Vielen Dank. Eine Frage an Frau Metzger. Wie wahrscheinlich ist es oder wie schnell ist zu erwarten, dass mein Haus nach DORA geprüft wird? Ja, wichtige Frage. Ich habe es, glaube ich, vorhin kurz angedeutet. Ab 25 ist DORA auch Basis des Prüfungsscopes, wenn der Aufseher Sie besuchen sollte. Die Aufseher machen natürlich ihre Prüfungspläne und haben eine Reihe von Unternehmen, die auch dann in den Scope kommen können. Es ist auch schon teilweise angekündigt bei den Unternehmen, die Nachschauprüfungen geplant in 25 haben, dass die BaFin unter anderem erwähnt. Da gucken wir dann auch neben der Behebung der Findings, die wir festgestellt hatten, wie wir DORA umgesetzt haben. Also wie wahrscheinlich, dass man gleich dran ist. Es sind ja eine Reihe von Unternehmen, die auch noch zusätzlich ins Scope gekommen sind. Aber selbst wenn man nicht direkt schon im Blick der Aufseher ist, ist es ja im Scope der Jahresabschlussprüfung so, dass sie ab 25 zumindest für ihren Wirtschaftsprüfer auch schon Rede und Antwort stehen dürfen. Also wenn ich ergänzen dürfte, auch wenn ich aus internationaler Sicht das Thema ansehe, dass die Regulatorik, also wir haben hier zum Beispiel in Singapur MIS, dass die schon wesentlich genauer hinschauen und ist auch richtig so, weil ich es aus Kundensicht ansehe. Es war eine führende Bank in Singapur, die hat sehr viel investiert auf die Frontend-Seite, auf CRM, auf Apps und so weiter. Aber im Endeffekt sind dann noch und nöcher, sind dann Geldautomaten ausgefallen, Systeme ausgefallen. Und der Regulator hat ganz klar eingeschritten und gesagt, ihr müsst eure operationale Resilienz gegenüber dem Kunden auch entscheidend verbessern. Die End-to-End-Vernetzung, die Real-Time-Sichten. Ich glaube, da kommt die europäische, die deutsche Aufsicht auch immer mehr hin. Ne? Und ich finde das gut, wie Sekretari sagt. Im Endeffekt, was wir machen gemeinsam, ist ein Mehrwert gegenüber dem Kunden zu schaffen. Ne? Und da ist die Regulatorik auch stark am Schauen. Vielen Dank. Die letzte Frage geht an Herrn Kothari. Gibt es von Ihnen noch einen besonderen Ratschlag aus der Sicht des Betroffenen hinsichtlich der DORA-Umsetzung? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist kurzfristig umzusetzen. Das heißt, und es wird immer komplizierter am Ende, als man denkt. Das heißt, es bedarf auch die richtigen Ressourcen und genug Ressourcen. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, kann ich nur sagen, so bald wie möglich noch stärker sich mit dem Thema beschäftigen. Umgekehrt das andere, das Educational Modell dahinter auch nicht vergessen. Das heißt, deutlich mehr Menschen als in der Vergangenheit sollen sich mit IT-Sicherheitsthemen auskennen. Firstline, Vorstand, Second und Thirdline sowieso. Und eben dieser Ausbildungsprozess auch rechtzeitig starten. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die Teilnahme und die Fragen. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, Frau Metzger, Herr Kothari, Herr Lenz, für die interessanten Ausführungen. Und ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Restwoche und viel Erfolg bei der Umsetzung von DORA und bei all dem. Es gibt auch noch den Kunden bei Banken, den man bei all dem auch nicht vergessen sollte. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Dankeschön. Und ciao. Ciao.